So, jetzt hier mit Kai Tuschen, der dieses Jahr für die ADF Spitzenkandidat für den Senat ist. Hallo. Hi. Erste Frage. Die meisten eurer Kandidaten kommen aus den drei Studienrichtungen Jura, Wirtschaftswissenschaften und Agrar. Wie könnt ihr so alle Studierenden vertreten? Wir haben natürlich einen Vertretungsanspruch für alle Studierenden, weil wir aus der Fachschaftsarbeit, die wir an diesen drei genannten Fakultäten haben, ganz viel Erfahrung mitbringen. Und das lässt sich schon auch auf andere Fakultäten übertragen. Aber wir suchen auch ganz intensiv das Gespräch mit den Studierenden von anderen Fakultäten über die Fachschaftsräteversammlung, wo wir ja mit mehreren Fachschaftsräten vertreten sind. Und da sind wir im ständigen Austausch. Und ich glaube, dass wir da einen ganz guten Draht zu den Leuten haben. Ihr werdet oft als serviceorientiert bezeichnet, aber sollte eine Hochschulgruppe nicht auch allgemeinpolitisch tätig sein? Wir sitzen ja nicht als Universität in einem Elfenbeinturm. Ja, nette Unterstellung. Als ADF vertreten wir die Einstellung, dass wir an der Universität Göttingen kein allgemeinpolitisches Mandat in der Studierendenpolitik, in der Hochschulpolitik brauchen, weil wir sagen, dass die Hochschulpolitik sich erstmal auf die Studierenden fokussieren sollte. Da gibt es auch jede Menge zu tun, da gibt es super viel zu organisieren, die Erstbetreuung, da gibt es sehr viele Gremien, wo ganz viel besprochen werden muss. Also jetzt im Senat ganz aktuell haben wir die Attestpraxis geändert. Und unsere Einstellung ist, dass das erstmal ausreicht. Und wir halten ja keinen Studi davon ab, sich in seinem Privatleben irgendwie allgemeinpolitisch zu engagieren. Also wir haben ganz viele Leute dabei, die sich für Flüchtlinge engagieren und die in den verschiedenen Parteien aktiv sind. Und da hindern wir ja auch keinen dran. Kann man eine Hochschulpolitik überhaupt machen, ohne eine allgemeine politische ideologische Ausrichtung zu haben in irgendeiner Form? Also wir haben natürlich eine politische Ausrichtung, also uns wird ja immer unterstellt, wir wären unpolitisch, das erste Plakat geht ja auch in die Richtung, aber das hat nie jemand gesagt, wir sind hochpolitisch, hochschulpolitisch und wir machen natürlich politische Arbeit, wir sitzen in demokratisch gewählten Gremien, sitzen in Parlamenten und das ist natürlich Politik und wir nehmen da an Abstimmungen teil und versuchen da über Anträge Politik zu betreiben. Und unsere Einstellung, unsere politische Einstellung ist die, dass wir erstmal auf die Bedürfnisse der Studierenden schauen und gucken, was sie brauchen. Das sind gut verhandelte Semestertickets, das ist gute Betreuung von Start ins erste Semester bis zum Ablegen des Examens oder der Masterarbeit. Jetzt einmal in 30 Sekunden, warum dieses Jahr ADF wählen? Wir wollen dieses Jahr wieder den Ast erstellen, weil wir für serviceorientierte Hochschulpolitik stehen. Wir wollen die Semestertickets deutlich besser verhandeln. Da kommen auf die Studis im nächsten Wintersemester 10 Euro Preissteigerung zu beim Bahnsemesterticket. Das wollen wir besser machen. Und wir wollen unsere gute Arbeit in den akademischen Gremien, im Senat, in den vielen Kommissionen weiter fortsetzen. Da ist die Attestpraxis ein großer Erfolg, dass die Studis ihre Krankheit nicht mehr offenlegen müssen, wenn sie sich von Prüfungen abmelden. Und also wenn sie sich krank melden. Und das wollen wir gut fortsetzen im neuen Jahr. Dankeschön.